Bist du dir sicher, dass das hält? Klar hält das! Gibt es eigentlich eine Klar-hält-das-Versicherung? Es ist das Duell, auf das viele gewartet haben. Das Topspiel in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Staffel Nord. Die TuS Koblenz empfängt den TSV Schott Mainz. Der Erste empfängt den Tabellenzweiten. Mehr noch, es ist das Duell der besten Defensive der Liga. Die schengeln nämlich nur mit 4 Gegentreffern aus 11 Spielen gegen die beste Offensive. Der TSV Schott Mainz ganze 36 Mal hat er in den ersten 10 Ligaspielen getroffen. Davon gleich 3-mal 7-fach in einem Spiel. Demnach die TuS Koblenz, die auf 2 Positionen verändert ist. Gewarnt Hatzic und Klein fielen aus. Dennoch ein sehr beherzter Auftritt der Schengel, die nach 8 Minuten in der Defensive gefordert waren, weil Silas Schwarz hier nach Ganzmann-Vorarbeit zum Abschluss kommen sollte. Jonas Bast im Kasten der Koblenzer ist zur Stelle. Knappe Viertelstunde gespielt, dann auch mal die erste offensive Annäherung der Koblenzer. Diese Flanke von Esmel allerdings noch deutlich zu ungenau. Besser dann wieder die Mainzer. Freistoß für den TSV von Müller getreten, Albach auf Schneider. Und man merkt, da sind richtig viele großgewachsene Spieler beim TSV Schott Mainz. Bast zeichnet sich einmal mehr aus. Der 19-jährige Schlussmann der TuS Koblenz in den Anfangsminuten einfach überragend. Halbe Stunde gespielt, jetzt auch mal die Schengel mit einer richtig gefährlichen Aktion. Denn Chachiri hat das Auge für André. Mann, und der Abschluss ist richtig gut. Da fehlte nicht viel bei diesem Distanzkracher von André Mandt. Der TSV Schott Mainz kann sich im Glück wähnen. 11 Minuten später, wieder die Mainzer im Vorwärtsgang, die im ersten Durchgang mehr Spielkontrolle haben sollten. Erneut ist Jonas Bast zur Stelle, allerdings Pierre Merkel zuvor auch im Abseits gewesen. Die Situation hätte ohnehin nicht gezählt. Ein sehr, sehr umkämpftes Spiel mit leichten Feldvorteilen für die Mainzer. Nichtsdestotrotz geht dieses torlose 0:0 bislang durchaus in Ordnung. Aber eine Aktion hatten die Koblenzer noch. Chachiri setzt sich da richtig gut gegen mehrere Gegenspieler durch. Und Daniel von der Bracke kann den Ball reinflanken. Aber nichts ist es mit der potenziellen Torgefahr in dieser Situation. So sahen knapp 1200 Zuschauer im Stadion Oberwerth ein Unentschieden der besseren Art. Ein hochunterhaltsames Spiel, das in erster Linie von ihren Zweikämpfen, von der Intensität, von der Emotion getragen und richtig, richtig spannend gemacht wurde. In Durchgang 2 die Schengel dann mit einer Veränderung. Marcel Wingender ist für German Kobaschian in die Partie gekommen. Allerdings waren es die Mainzer, die erneut ein erstes Mal Gefahr ausstrahlen sollten. Bast unterlief diese Hereingabe. Der TSV allerdings ohne entscheidendes Kapital und auch 4 Minuten später ein weiterer Standard der Gäste. Sinanovic scheitert erneut an Jonas Bast. Dann die 56. Minute. Wieder ist es Chachiri mit einer richtig guten Aktion auf Dylan Esmel und der legt dann quer. Aber das ist die falsche Entscheidung. Aus spitzem Winkel war da definitiv mehr drin für die TuS Koblenz, die in Durchgang 2 immer besser reinkommen sollten. Nichtsdestotrotz der TSV Schott Mainz weiterhin richtig gefährlich. Johannes Ganzmann mit dem Abschluss, der absolute Top-Torjäger in der Liga. 9 Spiele, 10 Tore, 3 Vorlagen, eine beeindruckende Statistik. Hier hat nicht viel gefehlt. Auf der anderen Seite dann Sentürk mit einem Freistoß. Aus ähnlicher Position hat er gegen den Ahrweiler BC wenige Tage zuvor getroffen, hier allerdings zu hoch angesetzt. Die 63. Minute. Wieder der TSV Schott Mainz mit Ganzmann rübergelegt zu Leon Kern. Das ist richtig gut ausgespielt. Edis Sinanovic, auch er hat bereits 9 Tore in der Liga. Erzielt, scheitert am gut positionierten Jonas Bast. Und dann die Schengel mit Marcel Wingender. Und der hat das tolle Auge für Dylan Esmel. Esmel, 1-gegen-1 Situation drüber. Richtig dicke Chance für die TuS Koblenz. Die 100%ige Gelegenheit für Dylan Esmel, den hätte er machen können, vielleicht sogar machen müssen.
Das ganz große Risiko ist keines der beiden Teams eingegangen. Demnach wir bereits in den Schlussminuten. Dieser Standard sollte noch einmal für Gefahr sorgen. Aber Bast ist zur Stelle. Räume boten sich für die Schenke. Die allerdings spielten ihre Angriffe im letzten Drittel nicht konsequent genug aus. Und so ging ein 0:0 der besseren Art zu Ende. Ein absolut tolles Topspiel unter toller Kulisse, bei dem die Zuschauer der ganz, ganz große Gewinner waren, selbst wenn die Tore gefehlt haben. Das nächste Spiel für die TuS Koblenz gibt es dann bereits am kommenden Samstag um 14 Uhr. Dann sind die Schengel zu Gast bei den Sportfreunden aus Eisbachtal. Ja, liebe Schengel, wir stehen jetzt hier nach dem Spiel der TuS Koblenz gegen den TSV Schott Mainz. Endstand 0:0. Und jemand, der seine weiße Weste gehalten hat, der sich am ehesten über ein torloses Spiel freut, das ist natürlich der Torwart Jonas Bast. Man muss tatsächlich sagen, herzlichen Glückwunsch. Langsam ist deine, ja, Strecke der weißen Weste schon unheimlich. Mit 19 Jahren, wie angekommen fühlst du dich bei der TuS Koblenz? Na gut, jetzt im zweiten Oberliga-Jahr. Muss ich sagen, dass wir immer besser reinkommen. Ich muss auch sagen, dass ich viel selbstbewusster auftreten kann jetzt mit so einer Mannschaft, mit so Vorderleuten, die machen es mir natürlich auch deutlich einfacher. Und ja, die weiße Weste wollen wir natürlich weiter ausbauen. Dafür geben wir täglich Vollgas und das muss auch weiterhin unser Ziel sein. Jetzt im Topspiel ein 0:0 gegen einen wirklich schwierigen Gegner. Man hat gesehen, Schott Mainz ist nicht ohne Grund die beste Offensive der Liga. Auch du musstest ein paar Mal richtig zupacken. Wie wertest du dieses 0:0 gegen diesen Gegner ein? Ja gut, also ich denke mal, mit dem Punkt müssen wir auf jeden Fall zufrieden sein. Klar hatten wir zweite Halbzeit auch ein paar gute Chancen, die wir durchaus hätten nutzen können. Aber ich denke mal, mit einem 0:0 bei der offensiv stärksten Mannschaft der Liga kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Jetzt ist die Serie der TuS Koblenz natürlich auch sehr, sehr eindrucksvoll. Wir haben das letzte Spiel gegen den TSV Schott Mainz verloren, auch sehr unglücklich in der 94. Spielminute. Die Defensive ist ein absolutes Bollwerk und so langsam muss man tatsächlich von einer Spitzengruppe sprechen, die sich da vorne absetzt. Man muss von Aufstiegsspirenzien von Spielen sprechen. Oftmals ist es aber auch ein Marathon. Jetzt gibt es die ersten Wehwehchen in der Mannschaft, der ein oder andere Spieler, der mal verletzt ausfällt. Wie gut kann das Team das ganze Tempo so aufrechthalten und auch kompensieren? Ja, da können wir uns auch auf jeden Fall mit unseren Physios bedanken. Da sind wir dieses Jahr echt sehr gut aufgestellt. Und ja, wir müssen dann von Tag zu Tag gucken, dass wir weiterhin die Verletzten auskurieren. Und klar, dann mit der Zusammenarbeit mit den Physios müssen wir dann schauen, dass wir alle Leute wieder fit bekommen. Ja, deine persönliche Entwicklung ist ja auch einfach der Wahnsinn hier bei der TuS Koblenz. Du bist als nominelle Nummer 2 letztes Jahr in die erste Mannschaft hochgestoßen. Hattest diesen offenen Konkurrenzkampf damals mit dem damals gesetzten Stammkeeper Stefan Djordjevic. Jetzt mittlerweile unangefochtene Nummer 1 mit 19 Jahren. Bist der Torwart, der die beste Defensive der Liga in den eigenen Händen halten darf. Auch heute ist dieses 0:0, dieser Punkterfolg, dein Verdienst, weil du mit einigen Paraden einfach zur Stelle warst. Ein paar finden das schon so ein bisschen unheimlich. Wie schafft man das, mit 19 Jahren so cool, so abgeklärt zu sein? Ja, ich bekomme unheimlich viel Vertrauen von dem Verein, von der Mannschaft und auch gerade von den Trainern, auch von Peter Auer, der uns täglich über den Platz scheucht und man merkt das schon, dann kommt so eine Entwicklung bei rum und ja, wir geben weiter Vollgas. Und mit dir im Tor, bin ich mir sicher, wird das auch in der Defensive eine richtig, richtig runde Kiste. Ich hoffe, dass deine weiße Weste noch lange währt. Die nächste Chance hast du dann ja auch in Eisbachtal wieder den Kasten sauber zu halten. Und ich bin guter Dinge, dass dir das gelingen wird. Vielen lieben Dank, Jonas Bast. Bitteschön. Liebe Schengel, das war es natürlich noch nicht. Unser Torwart hat sich so gerade eben verabschiedet. Jetzt kommt unser Kapitän, unser stellvertretender Kapitän heute im Einsatz rein. André Mandt, der mittlerweile auch so ein bisschen der Mann für alles ist bei der TuS Koblenz. Jetzt ganz neu auch dabei, im Format 1911. Aber um das soll es hier heute eigentlich nicht gehen. Heute sehr, sehr schwieriger Gegner, TSV Schott Mainz. Absolutes Spitzenspiel, knapp 1200 Zuschauer im Stadion Oberwerth. Ersteindruck direkt nach dem Spiel von dir. Ja, erstmal war eine richtig geile Kulisse, glaube ich. Ich glaube, wir hatten wieder eine richtig geile Stimmung. Hat richtig Spaß gemacht heute, als wir schon rausgekommen sind. Man hat es einfach gespürt. Die Menschen, die hier waren, die hatten richtig Bock auf das Spiel. Ich glaube, wir haben unsere Serie weiter fortgesetzt. Zu null, wieder kein Gegentor. Ich glaube, das ist vielleicht für die meisten immer
Die meisten sehen vielleicht lieber ein 4-4, aber ich glaube, auf lange Sicht würde uns das mehr bringen, wenn wir weiterhin öfter die Null halten, als dass wir hier ein Feuerwerk, was die Tore angeht, Woche für Woche abreißen. Ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Ich glaube, die klarere Großchance zum 1-0, die haben wir mit Delon. Schade, dass der nicht reinfällt am Ende, aber alles in allem, glaube ich, war das ein Riesenfight, das Spiel. Beide Mannschaften haben alles rausgehauen. Ich war am Ende klinisch tot, am Ende, muss ich ehrlich sagen, aber ja, das gehört dann auch dazu. Die Mannschaft ist jetzt allein in der Liga seit 11 Spielen ungeschlagen. Ist so richtig ein Team, das die TuS Koblenz klar knacken kann, hat es in der Liga bislang noch nicht gegeben. Zwangsläufig muss man hier von der Spitzengruppe sprechen, in der sich die TuS, der TSV Schott Mainz und jetzt auch der FK Pirmasens befindet. Engers ein wenig in der Verfolgerrolle. Wie lange kann man dieses Pensum aufrechthalten? Beziehungsweise ist das die Qualität der Mannschaft? Ist die Mannschaft eine Spitzentruppe in der Oberliga? Also ich glaube langsam, dass wir das, jeder, der schon hier im Interview war oder im Podcast war, ich glaube, das muss ich jetzt nicht wieder von vorne durchkauen. Ich glaube, wir gucken von Spiel zu Spiel und damit fahren wir bis jetzt ganz gut und auch ganz erfolgreich. Wir werden alles dafür tun, Tag für Tag, dass wir weiterhin so lange wie möglich oben dran sind, oben dabei sind, vielleicht sogar auf der 1 bleiben. Das ist unser Ziel, dass wir weiterhin natürlich Vollgas geben, Woche für Woche, Spieltag für Spieltag. Und ich glaube, man sieht gerade zum Anfang der Saison bis jetzt hin, dass wir uns enorm gesteigert haben, dass wir eine Entwicklung durchgemacht haben, sowohl auf dem Platz, neben dem Platz, jeder einzelne charakterlichen Schritt nach vorne auch gemacht hat, gerade auch was Mannschaftsführung angeht. Jeder kennt seine Rolle, jeder weiß, worauf es ankommt. Auch die Jungs, die vielleicht jetzt im Moment nicht so viel spielen, sind wirklich jeden Tag dabei, Vollgas zu geben. Und man sieht es auch, die Jungs kommen rein, wir haben keinen Abfall im Spiel. Und ich glaube, das ist auch das, was uns eben so stark macht. Ich glaube, Stali sagt es immer mal wieder auch im Podcast, dass es genau das ist, was wir brauchen, gerade um auch die Energie hochzuhalten. Und das tut uns einfach gut. Ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass du vor anderthalb Jahren hier nach Koblenz gekommen bist. Der Verein war an einem gewissen Punkt X, heute ist er an einem gewissen Punkt Y. Du hast natürlich nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auch auf ein paar weiteren Ebenen, arbeitest in der Geschäftsstelle beispielsweise mit, Einblick in den Verein. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen? Wie entwickelt sich der Verein aktuell? Auf welchem Weg siehst du aktuell die TuS Koblenz? Ja, ich glaube, jeder Einzelne hier im Verein, rund um den Verein, der den Verein verfolgt, der spürt, dass hier was passiert. Wir arbeiten nicht nur im Training oder als Mannschaft jeden Tag hart, sondern auch die Menschen hinter der Mannschaft, sage ich mal, Staff, die Leute auf der Geschäftsstelle, Vorstand, alle Ehrenamtler, alle, rund um das Team TuS dabei sind, geben Vollgas. Und ich glaube, das ist auch der Weg, warum wir hier auf dem Platz jetzt aktuell so viel Erfolg haben, weil du wirklich spürst, das geht von der Mannschaft von ganz unten bis nach ganz oben, alle ziehen an einem Strang. Und ich glaube, wenn wir das weiter so hinkriegen und das vielleicht noch besser hinkriegen und das noch weiter ausbauen und vielleicht auch noch den einen oder anderen Prozess optimieren, dann glaube ich, dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Aber nochmal, dazu gehört wirklich jeden Tag harte Arbeit. Für mich jetzt sowohl, wenn ich um 10 Uhr auf der Geschäftsstelle antanze bei den Öffnungszeiten und alles dafür tue, dass neben dem Platz alles funktioniert und dann eben ab 17:30 beim Training. Ich glaube, das ist das, was die TuS ausmacht, dass wir eine große Familie sind, dass wir ein richtig geiler Verein ist, dass wir ein richtig geiler Verein sind. Und ich glaube, dann tun wir gut, wenn wir einfach weiter so machen. Und weitermachen wird die Mannschaft natürlich dann auch nächste Woche gegen die Sportfreunde aus Eisbachtal. Dann haben wir wieder die nächste Chance auf 3 Punkte. Ich bin guter Dinge, dass das mit der Truppe funktionieren könnte. Ich denke, du sicherlich auch. André, ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich schon auf nächste Woche. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao. Wir sind die Black Blue Schengel.